Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, machen wir eine neue Aufnahme. Ich habe mir schon wieder einiges vorgenommen, was wir machen könnten. Und zwar würde ich gerne hier ein bisschen was noch einrichten und vor dem Haus auch noch was machen. Und dann werden wir uns auch gleich wieder von hier zurückziehen und was anderes machen, denn wir müssen ja nicht die ganze Zeit über hier, hier sein. Und wie ihr seht, ist das Efeu auch schon gewachsen hier, ganz schön. Aber eine interessante Sache ist noch, ist mir noch aufgefallen. Hier vorne ist er schon ziemlich stark gewachsen. Da hinten, dagegen, Moment eben, ich muss erst nach hinten laufen. Hier hinten ist kaum was gewachsen. Und das liegt einfach daran, dass dieser Chunkloader da vorne nicht so weit reicht. Ich wollte das eigentlich noch umstellen, fällt mir ein. Ja, genau. Den habe ich jetzt, glaube ich, auf drei Chunks weit eingestellt. Also, dass er im Radius von drei Chunks alles lädt. Ja, das macht er auch, aber die Rückseite des Hauses ist eben noch dahinter. Hin außerhalb von diesem Radius. Und ich habe hier auch beschlossen, dass ich hier oben noch ein Feld hinbauen wollte. Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Einfach so, weil es gerade geht. Ja, bis zum Abend kriegen wir das noch hin. Dann brauche ich aber jetzt eine Harke. Und Eimer und Wasser und so weiter. Die Frage ist nur, wo ist denn das Zeug jetzt? Das ist alles oben. Und Moment, hier. Werkzeug müsste doch hier unten sein. Siehst du wohl, die Eimer sind da. Harke ist auch. Ah nee, ich nehme mal diese hier. Und dann kann ich die beiden zusammenbauen. Obwohl das eigentlich ja egal ist, welche ich verbrauche. Ja, also, weil es egal ist, nehme ich einfach die, die mir dann ins Inventar flutscht. Nee, ist ja schon da, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also die hier dann, okay. Ich bin nur am Überlegen, wo wir jetzt genau das Feld hinbauen. Hier. Da und da. Könnten wir hier an der Ecke anfangen, dass wir da ein bisschen Rand haben. Ja, genau, doch, doch, doch. So, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So, und da muss das, das Loch hin mit dem Wasser. So. Und ich will jetzt auch gerne gleich hier, wenn ich schon dran denke, hier so eine Dings da in die Mitte stellen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ja, gleich wieder Wasser einfüllen. Wenn ich denn da dran denke, aber müsste wohl. Das reicht erstmal. Und da kommt dann irgendwie so einfach so eine Vogelscheuche drauf oder sowas. Aber erstmal soll so ein Stein dahin. Und außerdem könnten wir diese Tür da vorne auch wieder wegmachen. Denn die ist ja nur so ein Provisorium. Eigentlich sollte da ja keine sein. So, und dann kann der wieder weg. Nee, halt nicht mit dem Schwert. So wird das nämlich nichts. Wo ist denn die unendliche Wasserquelle? Da vorne ist die, ja, okay. Wenn ich schon dran denke, dann fülle ich den Eimer doch gleich mal wieder auf. So, ja, ich will nicht baden, ich will einfach wieder weiter. So, kriegen wir das Feld noch hin, bevor es ganz dunkel wird? Mal schauen. 2, 3, 4. Okay, das war in diese Richtung. In dieser Seite alles. So, hallo, willst du jetzt nicht oder ist das zu weit weg? Das ist zu weit weg. Ich habe mich irgendwie vertan. Okay, dann muss ich das eben anders machen. So. Und so. Und dann. Jetzt bräuchte ich natürlich auch Erde, aber die, genau, die muss ich ja noch da haben. So, und jetzt gehe ich ins Bett, weil es mir hier zu dunkel wird. Monster sind zwar noch keine da, aber das ist egal. Ich sehe ja hier nichts mehr. So, ab ins Bett, dann machen wir morgen da weiter an dem Feld. Einfach mal kurz entschlossen so ein Feld hingebaut. Naja, so ganz kurz entschlossen war das nicht. Das habe ich mir ja schon heute Mittag, glaube ich, überlegt. Dass da wohl auch noch ein Feld hin könnte, da oben drauf. Ein bisschen erhöht. Obwohl wir das jetzt noch gar nicht brauchen, also, aber ist ja egal, ich mache das jetzt einfach mal. So, das sollte hier so passen. Das ist ein ganz anderes Gras. Und ich bin auch wieder ins Zweifeln gekommen, ob ich vielleicht doch noch mehr Pflanzen der Stufe 1 anpflanzen soll oder bauen sollte erstmal und nicht so viel auf Stufe 2 setze. Denn das dauert ja noch ewig hier. So. Einfach mal ein Feld angelegt. Passt so. Gut, dann. Ja, komm, wir machen einfach mal die Tür weg. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Ob ich sie vermisse.
Das kann ja dann auch weg hier. So, jetzt muss ich nur noch Steine holen. Aber ich habe hier noch was da. Und zwar diese brauchen wir und die Treppen. So, den dahin und diesen dahin. Siehst du, dann haben wir das wieder alles fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Tür da vermissen werde. Ich hoffe nicht. Jetzt kann ich die beiden zusammenfügen hier. Dann haben wir wieder einen. Hallo, hier rein, da, so. Einen Inventarplatz weniger. Außerdem kann ich die ganzen Sachen schon mal da in die Kiste schmeißen. Alles, was ich nicht mehr brauche jetzt gerade. Ja, und später dann aufräumen. Okay, ach so, Moment, ich brauche gleich nochmal hier. Und ich habe mir von der Aufnahmepause was mitgebracht, als ich hier alles aufgeräumt habe. Und zwar diese hier, die Setzlinge. Denn ich wollte ja da vorne draußen einen großen Eichenbaum haben. Das habe ich ja letztes Mal schon angesprochen. Hier soll der hin. Also angesprochen, also kurz erwähnt eben. Machen wir den mal hier so. Das soll jetzt so eine Wachstumshilfe sein und dann setzen wir den dahin. Genau, so ungefähr. Ja, jetzt muss der nur noch wachsen. Knochenmehl habe ich jetzt gerade nicht da. Oder haben wir da was? Ja, ist auch egal. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Mal schauen, ob sich da was tut. Aber ich brauche ja sowieso Knochenmehl für da hinten. Denn da will ich ja auch ein bisschen Gras und sowas anpflanzen. Die unendliche Quelle lasse ich erst noch mal. Jetzt habe ich den Eimer weg. Den will ich gerne nochmal auffüllen. Und ich will auch da drin hier auch eine unendliche Quelle haben. Irgendwo da ist in der Ecke oder so. Wo ist denn der Eimer? Ach, den sollte ich eigentlich wieder... Nö. Hallo, Eimer? Nee. Wo ist denn der hin? Habe ich den verloren? Ich wüsste nicht wie und wo. Aber hier auf dem Feld liegt noch was rum. Das hier, ja, okay. Aber da, guck mal, da unten drunter. Habe ich den Eimer da drunter dahin geschmissen? Tatsächlich, der ist da drin. Okay. Ja, dann bauen wir das wieder hin. So, und das weg. Und da muss ich mit der Harke doch mal dran gehen. Ach ja, und den Eimer auffüllen hier mit Wasser. So. Ach so, ja, die Tür ist ja weg. Ja, Pech gehabt. Okay, nochmal die Harke. Moment, die ist doch jetzt hier drin, oder? Ja, genau. Abernten kann ich ja sonst auch gerade nichts. Ja, okay. Der Baum, der wird schon irgendwann wachsen. Was wollte ich jetzt da außen mit Knochenmehl? Einfach mal rumgehen und ein bisschen Gras und Blumen ansehen. Okay, das können wir machen. Wenn ich dann Knochenmehl da habe... das kommt jetzt erstmal wieder weg hier. Das müsste... ja, entweder in dieser Kiste hier. Ja, genau hier, beim Werkzeug. Okay, wunderbar, sehr schön. Wo könnten wir denn noch... Also hier kann man auf jeden Fall mal so Gras hinmachen. So, wunderbar. Also da hinten, das ist einfach hier zu knapp, um da noch... Was war das denn jetzt? Ich wollte doch hier... Gras ansehen. So. Und da mache ich jetzt erstmal noch... Ja, komm, da kann man ein bisschen was hinmachen. Hier so. Aber nicht, dass der Baum da nicht wächst. Doch, der sollte aber wachsen. Okay. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Da hinten. Ach so, ja. Da hinten noch Bäume hinsetzen oder so. Ja. Ach doch, vielleicht hier da so an die Ecke da. Und da vorne noch. Komm, machen wir einfach mal. Zum Beispiel mal... da, nee. Auch nicht dahin. Und dann noch hier einen. Aber der hier, wenn ich hier einen hinsetze, der dürfte auch wieder größer werden. Versuchen wir es einfach mal, ob da was draus wird. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn doch, dann soll es mir auch recht sein. Und wenn er mir dann doch nicht gefällt, dann haue ich ihn wieder um. Okay, dann widmen wir uns jetzt mal dem Innenleben des Gebäudes hier. So, ich wollte also hier eine unendliche Quelle hinhaben. Dann werde ich doch mal erstmal so ein bisschen Inventarplatz leer machen. Einen Eimer, er kann auch den anderen gleich einsammeln hier. Der ist da. Wo machen wir die denn jetzt hin? Ja, wie wäre es denn hier gleich so?
oder mal da. Nee, das... Ich muss die... Ja, ich muss die in so einer Vierer... In so ein Viererfeld haben. Und da passt das auch nicht so richtig hin. Ah doch, Moment mal, das passt da sehr wohl hin. Oder auch hier. Dann will ich sie aber... Ah, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir sie da, dahin bauen? Ich versuche das mal. So, so, so. Und das dann nämlich auch noch weg. Aber ich will das innen auskleiden mit... machen wir das mit Sandstein? Naja... Ja, komm, wir haben hier auch überall Sandsteine. Machen wir das hier auch. Der wird einfach mal versetzt. Irgendwie... Wo setzen wir den hin? Da in die Ecke. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskramen hier. So. Okay. So, und jetzt Sandstein. Moment, da muss er wieder Sandstein hin. So, auf dem Boden aber dann auch. Und da hinten auch. Ja, okay, also gut. Oh, guck mal, da ist ja... Ah, nee, Moment, halt, ich darf da nicht runterspringen. Sonst komme ich ja nicht mehr hoch. Da, ich habe doch erzählt, dass da unten irgendwo so ein Hohlraum ist. Und das ist jetzt eben gerade das. Aber dann, na, dann wird das hier bleiben. Das ist ja der Kies von außen. Ja gut, müssen wir ausprobieren. Ich hole mal Sandstein von oben. So, der müsste hier drin sein. Das siehst du wohl, jede Menge da. So, hier. Ach ja, da natürlich auch wieder. So, und den Kies kann ich jetzt nicht wegmachen, weil ich das dann ja draußen sehe. Wenn da dann Sandstein ist. Dann machen wir das einfach mal so. Und so. Jetzt haben wir hier eine unendliche Quelle. Hm. Okay, lasse ich jetzt erstmal so. Dann kann das hier wieder weg und... Ach so, ich kann aber die Eimer schon wieder füllen. Das ist ja das Praktische jetzt hier. Ich kann die Eimer gleich wieder füllen. Sehr schön. So. Raus damit und jetzt brauche ich Kisten, Werkbänke und so andere Bänke, irgendwie sowas. Nee, ich muss ja... Na, die Holzkiste, die ist doch hier. So, Kisten. Ah, wie wär's denn mit einem Bücherregal? Das ist doch auch nicht verkehrt. Kann man auch mal machen. Und dann habe ich... Wie habe ich denn unten diese Tische da gemacht? Da habe ich gar keine. Also nur diese hier. Ja, okay, dann bleibe ich dabei. Sonst mache ich ja gerne... Moment, hier... Nee, doch, nee, da. Jetzt habe ich nur noch diese hier. Ja, kann man auch ein bisschen was mitnehmen. ja, schade. Gut, dann muss ich eben doch noch mal ins Lager schnell gehen. Und da was holen. Ein bisschen Birkenholz. Birkenholz hier. Kann man gleich mal zu Brettern machen und aus den Brettern... Ach so, ah, da, wo ich das gerade sehe. Moment, jetzt mache ich erstmal Bretter noch. Nochmal Stufen. Ne, Treppen. Ah, Treppen. So, dieses Ding hier. Ich habe mich doch letztes Mal darüber höchst verwundert, warum ich damit keine weiteren Rezepte machen kann. Also, um genau zu sein, weiß ich das immer noch nicht, aber es liegt höchstwahrscheinlich daran, dass man da ganz einfach nur 9 verschiedene machen kann, denn das sind jetzt hier genau 9. Das ist eins. Jetzt zählen wir mal durch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und mehr geht nicht. Also man kann da wohl... Na, 9 Plätze sind das hier. Das macht wohl irgendwie Sinn. Klingt irgendwie plausibel. Also man kann da wohl nur 9 Plätze, Rezepte machen und mehr eben nicht. Da müsste ich vielleicht da noch was... Oder also mehr von diesen Dingern bauen. Ich will mir mal anschauen. Jetzt bin ich eben gerade neugierig geworden. Wie... was ich denn da an Material brauche. Hier. Eine Kiste und 4 von diesen Dingen. Und diese mache ich aus einer weiteren Kiste, Holz und Rotstein. Das ist jetzt nicht so aufwendig, ne? Kisten haben wir doch da. Und komm, ich packe jetzt ein bisschen Rotstein ein. Da. Und damit sollte ich eigentlich schon alles da haben, was ich an Material brauche für diese Dinge. Ach so, ja doch, so. Eben noch zurück. Ah, nee, Moment, ich brauche... Das ist ja gar nicht wahr, ich brauche ja das hier. So, das hier will ich haben, siehst du wohl. Und da brauche ich nämlich noch ganz andere Sachen dazu.
Jetzt habe ich mich vertan. Ja, okay, gut. Rödstein, Swammenlinger. Was ist denn? Swammenlinger, ach so. Ja gut, ganz verstanden habe ich es nicht. Gülbarre brauchen wir. Diamant, Arbeitsbank, Book. Okay, Book. Das kriegen wir alles hin. Ich will das jetzt machen. Jetzt bin ich einfach drauf aus. Hier ein Buch. Ich schmeiß einfach alles rein, was ich da hab. So, das hier. Was war das jetzt noch? Werkbank haben wir. Ja, ich gehe lieber dahin. Dann habe ich das wieder im Überblick. Da. Ach ja, hier die. Wie heißen die auf Deutsch nochmal? Komparator?